Hallihallo und herzlich willkommen bei Let's Play Final Fantasy 7. Beginnt hier gleich mit so einer ganz dramatischen Musik im Hintergrund. Habe ich nicht mit Absicht gemacht, hat sich einfach so spontan ergeben. Wir befinden uns gerade hier auf der Weltkarte, nachdem wir das letzte Mal in, ich würde mal sagen, Clouds Vergangenheit und auch Tifas Vergangenheit rumgestochert haben. Mit fulminanten Ende und super fiesem Cliffhanger. Und sind jetzt wieder aus Calm raus und haben uns entschlossen, dass wir Sephiroth verfolgen werden und im Endeffekt auch die Welt dabei zu retten, was man eben sonst so täglich macht. Und wie ich beim letzten Mal schon angedeutet habe, habe ich mich um die Materia etwas gekümmert. Ich habe es nicht bahnbrechend verändert, ich habe aber dem Cloud jetzt tatsächlich mal... Moment, ich muss mein Mikrofix... mein Headset kurz leiser machen. Habe im Endeffekt... jetzt Cloud mal die Heilverantwortung weggenommen, weil mir geht da ein bisschen immer zu viel Schaden weg, wenn er sozusagen nicht angreifen kann, wenn er heilen muss. Und habe mich jetzt dazu entschieden, ihm Gift zu geben, mal ihn mit Nebenwirkung angreifen zu lassen. Der soll mal schön Feintechnik lernen, auch mal hin und wieder rauben, die anderen beschützen und auch mal Kälte zaubern, weil er so ein kühler Mensch ist. Die Aerith ist jetzt unsere Heilfehl, ganz klassisch klischeehaft. Und hat auch noch den Erdzauber, weil sie so verbunden mit der Erde und der Natur ist und kann uns auch behandeln im Zweifelsfall. Barret hat jetzt Analyse, Hitze, weil er so ein Hitzkopf ist, Gewitter. Ich würde sagen, weil bei ihm die Haare zum Berg stehen, weil er immer so angespannt ist. Und Gewitter kann er auch auf alle wirken. Bei der Ausrüstung habe ich nichts geändert. Ja, und weil wir ehrlich gesagt nicht so richtig wissen, wo wir hin sollen, habe ich nochmal auf die Karte geguckt. Ich fuchtel gerade mit meinen Fingern dort rum. Das ist total sinnlos, weil ihr das nicht sehen könnt. Hinter uns befindet sich Calm. Westlich auf der Karte wird Midgar sein und jetzt hier östlich dort unten scheint etwas zu sein. Und dorthin werde ich jetzt einfach mal laufen. Und gucken, welche Gegner wir auf dem Weg unterwegs treffen und generell, was uns dort erwartet. Hier vorne ist ein größerer Strand, Strandgebiet. Da würde ich nochmal versuchen, ob wir dort einen Strandkampf initiieren können. Oh, die kennen wir noch nicht. Lass mal da fliehen, damit sie uns nicht von hinten angreifen. Ich lasse den Barret erstmal brav analysieren. Hallo, Controller-Meldung. Ein Levricon. 200 HP. Und gegen nichts Besonderes anfällig. Die Aerith kann mal gucken, ob die mit Beben etwas bewirken kann. Okay, hat noch zwei. Oh, Cloud hat, glaube ich, Stopp gewirkt. Kann ich ja mal gucken, ob das in der Waffe liegt. Weil das fände ich jetzt mal schon interessant. Obwohl, der hat ja immer noch sein Meisterschwert. Aber es kann sein, dass es in dem Limit vielleicht drin liegt. Komisch. Ganz verstehe ich es nicht. Okay, Aerith ist Level 13. Sehr schön. Komm, ich möchte jetzt einen Strandkampf für uns haben, damit wir mal so ein richtiges Urlaubsgefühl bekommen. Ist auch ein bisschen traurig, wenn man sich Urlaubsgefühl scheinbar nur durch Strandbesuche in virtuellen Welten holt. Aber manchmal muss das reichen. Mein Urlaub im Ausland wird noch eine Weile dauern. Erst im Juni. Oh, ihr seht, ein Strandkampf. Ein Elfadunk. Hallo, Elfadunk. Ich kann mich an das Monster gar nicht erinnern. Ich versuche mal was zu klauen. Okay. Auch keine besonderen Anfälligkeiten. Aerith heilt uns mal. Ach, das ist eine süße Attacke. Ein bisschen niedlich. Aber Barret hat gleich Limit. Da gucken wir mal. Und Cloud konnte nichts stehlen, okay. Oh, Mindblow haben wir das eigentlich schon gesehen. Zieht einem Gegner MP ab. Braucht man nur bedingt, aber ich mach's einfach mal. Okay, das gleiche wie Feuerball, nur mit einem, einem blauen Ball. Aerith sollte nochmal versuchen, etwas zu klauen. Cloud immer noch nicht. Sag mal, die Sachen, die man klaut, sind ja meistens ist auch nicht so der Knaller. Also ist auch in Ordnung, wenn es nicht funktioniert. So. Göttersiegel hat Aerith gelernt, okay. Scheinbar
ein neues Limit, was wir dann demnächst ausprobieren können. Hier sind so putzige Spuren auf dem Boden. Was ich euch jetzt schon mal sagen kann, man wird hier auf der Weltkarte nichts groß weiter an Schätzen oder sowas finden. Zumindest erinnere ich mich nicht dran, deswegen werde ich hier jetzt auch nichts groß absuchen. Und wir gehen mal hier in dieses, sieht aus wie eine Farm. Gehen wir gleich mal rein, nachdem wir Lefricon nochmal besiegt haben. Da können wir auch nochmal Klauen diverse Zauberchen ausprobieren. Flammenkuss. Ja, da hatten wir glaube ich schon, deswegen können wir das nicht nochmal machen. Ich könnte mir Feuer sehr gut vorstellen. Ich habe es leider nicht gesehen, ob ich was geklaut habe. Wird Zeit, dass ich Final Fantasy X spiele mit dem rundenbasierten System. Komme ich dann vielleicht doch mal hinterher. Naja, ich greife jetzt einfach den Rest ganz normal weiter an. Das erlebe ich auch immer bei meiner Lieblings-Let's-Playerin, die auch immer bei solchen ATBs dann manchmal schneller verwirrt ist, weil sie sich auf so viele Sachen konzentrieren muss und bei rundenbasierten Geschichten einfach konzentrierter sein kann. Und ich kann das sowas von nachempfinden mittlerweile, weil ich da manchmal auch sehr, sehr durcheinander bin, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt. Barret auf Level 14, sehr schön. Und wir gehen mal rein. Diese Farm. Oh. Ach, wie schön. Das Lied ist auch so toll. Jetzt kommt gleich eine coole Stelle. So cool. Wark. Wark. Wark, wark. Wark? Ich würde sagen, Cloud sagt wark. Wark, wark. Okay, haben wir das andere noch? Wark. Oh, passiert was? Die tanzen für uns. Wie lieb. Wo ist der Geldbeutel? Ich leg euch was rein. Ach, das ist so schön idyllisch hier. Das ist so ein Kontrast zu Midgar. Das ist wie so aufatmen. Und auch ganz cool, weil man einfach nochmal merkt, wie wichtig das ist, die Erde und die Naturlebewesen hier zu erhalten. Toll, habt ihr das gemacht. Klatsch, klatsch, klatsch. Wok. Materia Schokomok. Aha, dann gucken wir gleich mal nach und dann zeige ich euch mal, was das ist. So, jetzt haben wir nämlich zu viele Slots. Das nehme ich dann mal weg. Ich würde jetzt sagen, erstmal Analyse, weil das nicht ganz so wichtig ist. Schokomok beschwört Schokomok. Sobald wir den nächsten Kampf haben und ich dran denke, werden wir das tun. Gehen wir mal hier rein. Willst du den Sumpf durchqueren? Ja. Also ich denke. Dann ist es wohl besser, wenn du dir einen Schokobo holst. Dann kannst du mit dem Schokobo durch den Sumpf flitzen. Das ist die einzige Möglichkeit, nicht von Midgard Zolom angegriffen zu werden. Das fragt wahrscheinlich der Cloud. Midgard Zolom? Ein mehr als 10 Meter großes Schlangenwesen. Es folgt den Fußstapfen im Sumpf. Und dann, zack, greift er an. Damit das nicht passiert, kauft ihr von der Schokobill und Schokobilly Schokofarm. Schokobo-Farm, ein Schokobo. Okay, so viel Schoko. Wenn du ein Schokobo kaufen möchtest, sprich bitte mit meinem Enkel. Der ist drüben im Schokobo-Stall. Ganz rechts auf der Farm. Okay, machen wir das mal. Kann man hier pennen? Suchst du ein Gasthaus? Ja. Wie wär's mit 100 Gil pro Nacht? Okay. Danke für den Besuch. Wenn wir den Sumpf nur mit Schokobo überqueren können. Wie machen das dann Tifa und Red? Das würde mich jetzt echt mal interessieren. Aber gut, wir gehen erstmal hier rein und dann hören wir uns mal an, was der Enkel zu sagen hat. Och, der ist ja ganz klein. Wir gehen erstmal zu der Person hier.
Cole. Vielleicht soll es eher Chloe heißen? War es nicht teuer? Sei nicht böse auf meinen Bruder oder Opa. Ach, es wird teuer? Na super. Seit dem Tod meiner Eltern sind sie so... Ach so, sind sie so. Gut. Aha, also wird's teuer. Na, mal gucken. Willst du ein Schokobo? Her damit. Ihr habt Pech. Wie? Wir haben keine Schokobos mehr. Ich hüte die da draußen für jemand anderes. Wenn du wirklich einen Schokobo willst, solltest du einen fangen. Willst du wissen, wie man einen Schokobo fängt? Na gut, dann frag mal das mal. Wo sind sie? Siehst du die Krallenabdrücke da draußen? Dort leben wilde Schokobos. Aber wenn du keinen Schokoboköder hast, kommen sie nicht heraus. Sie sind von Natur aus sehr vorsichtige Tiere. Schokoboköder? Ein Schokoboköder ist eine Materia, die Schokobos anlockt. Wenn du sie besitzt, kommt sie zu dir. Aber ohne sie kommen sie nicht. Willst du wissen, wie man einen Schokobo fängt? Wie fange ich einen? Ein wilder Schokobo ist stets in Begleitung von Ungeheuern. Du wirst keinen einfangen können, solange ein Ungeheuer da ist. Deshalb musst du erst die Ungeheuer besiegen, um einen Schokobo einzufangen. Und dann? Wilde Schokobos sind sehr scheu. Sie rennen sofort weg. Nicht aber, wenn du ihnen Gemüse gibst, dann bleiben sie. Willst du wissen, wie man einen Schokobo fängt? Was? Hab ich was noch schon gefragt? Ärgere keine Schokobos, denn wenn du sie ärgerst, verletzen sie dich. Und denk dran, sobald du von einem absteigst, flüchtet er. So, jetzt weiß ich, glaube ich, alles. Gehen wir zum Geschäftlichen über. Ich biete dir den Schokoboköder für 2000 Gil. Muss ich wohl. Ich hab nicht genügend Geld. So eine Scheiße. Oh, jetzt muss ich. Dann müssen wir wahrscheinlich noch ein paar Kämpfe machen. Das verbinde ich gleich mit etwas, was ich mir gedacht, bevor wir mit dem Schokobo rübergehen, gucken wir uns den Midgar-Solum einfach mal an und werden dort wahrscheinlich gnadenlos scheitern. 2000, wahrscheinlich muss ich Gemüse dann auch noch kaufen. Müssen wir mal gucken. Bla bla bla. Gut. So, ich würde sagen, wir gönnen uns erstmal hier mit Gasolum. Komm. Oh, weia. Sieht auf jeden Fall sehr majestätisch aus. Machen wir mal Feuer. Okay, Barret ist gleich mal weg vom Fenster. Tschüss. Versuchen wir es mal zu ver... Ach Quatsch, Persona zu heilen. Ah, guck mal, das ist vergiftet. Na, immerhin. Das ist ja fast schon ein Teilerfolg. Es ist ja wirklich einfach nur mal zum Reingucken. Kann man was klauen. So, komm, einmal den Cloud. Querhieb. Oh. Ich dachte, dass, ach na klar, ich hätte einzeln heilen müssen. Das wäre wahrscheinlich besser gewesen. Ach guck mal, aber normaler Angriff ist scheinbar nicht ganz so schlimm. So, heilender Wind. Göttersiegel mache ich jetzt doch erstmal nicht, das machen wir im nächsten Kampf. Aber ich glaube, jetzt ist er fast tot. Nee. Aber Cloud wird nochmal ein Level steigen. Ich hab das als Kind total oft gemacht, dass wenn man sich Sachen nicht stellen sollte, ich die immer versucht habe, immer gemacht habe. Das einfach so mega geil fand. Die Erwiff kann nochmal nicht heilen. Kannst du wiederbeleben. Wenn ich mich richtig erinnere, konnte man was total Cooles lernen von dem Feindeskönnen bezüglich. Aber ob das jetzt so funktioniert, ist die andere Frage. Weil ich glaube, dann ist auch Cloud einfach mal tot. Da müsste dann Aerith noch leben. Mit Aerith müsste ich dann wahrscheinlich ganz schnell flüchten. Oh. It looks very dangerous.
très très dangereux. Ja, immer lebt er noch. Ob man den jetzt noch angreifen sollte? Ich mach's einfach mal. Ja, wovon hast du dich geheilt? Na egal. Aber ich finde, ich halte ganz schön lange durch, oder? Müssen wir es mal so sagen, wie es ist. Oh. Königsfeder. Komm. Claudi. You can do it. Heilen wir mal noch den. Laut ist wieder tot. Ich will mal gucken, dass er diese eine Attacke irgendwie triggert. Das wäre so cool. Würde ich mich irgendwie freuen. Aber irgendwie ist gerade nicht ganz so spannend. Ich mache so lange, bis die ganze Gruppe tot ist. Und dann versuche ich es nicht nochmal, weil das ist quarkig. Können wir den Barret mal. Barret heilt mal alle brav. Ich überlege eben, ob die Attacke irgendwie durch ein bestimmter, entweder ab einem bestimmten HP-Wert erst irgendwie getriggert wird, den ich zugefügt habe. So, Barret kann sich erstmal heilen. Ach, wir können nochmal beschwören. Na, da seht ihr das immerhin hier gleich mal. Okay, tschüss. Ja, na jetzt wäre es sowieso egal, weil... Na, jetzt zeige ich euch das immer fix. Ta-da-da-da! So geil. Ah, genau. Das war die Attacke. Super. Aber da seht ihr das ja wenigstens mal. Die ist nämlich echt cool. Haut auch mega rein. Aber ich glaube, man kann die gar nicht lernen. Ich habe ja gespeichert. Ich verlasse das mal kurz. Und lade nochmal, weil das ganze verschwendete Zeug ist mir ein bisschen zu schade. Nee, ich glaube, man kann das noch gar nicht an der Stelle lernen, weil man ist dann einfach mal tot. Oder gibt es dort eine Möglichkeit? Nee. Aber habt es schon mal gesehen. Das ist ja auch ganz cool. Und dann machen wir jetzt nochmal 1-2 Kämpfchen. Damit wir unser Money bekommen. So. Ich weiß gar nicht, wie viel man so pro Kampf bekommt. Schauen wir mal. Oh, 3. Das ist gut. Können wir mal mit Blitz. Ach, ich hätte ja mal die umdrehen können. Oh, dann machen wir doch gleich nochmal die Beschwörung. Die trifft ja alle bestimmt ganz gut. Es gibt ja Final Fantasies, da spielen die Beschwörungen eine große Rolle. Es gibt andere, es kommt immer darauf an, ob die Story eine große Rolle spielt oder nur vom Gameplay her. Sehr schön. Bei der 7 finde ich es eben eher beim Gameplay. Finde ich, gibt es Teile, wo das Story relevanter ist. So, jetzt haben wir 1931. Aber ich finde, gameplay-technisch macht das hier großen Sinn. Und werde ich auch hier oft einsetzen. Und ich finde, die gehen auch nicht zu lange. Und es gibt aber auch Final Fantasies, da finde ich die zwar sehr story-relevant, aber ich finde, die machen dann inhaltlich nicht ganz so viel. Im Kampf nicht ganz so viel Sinn. Weil sie irgendwie umständlich sind oder irgendwie nicht so viel bringen. Fand ich zum Beispiel bei Final Fantasy 12 ging mir das so extrem, dass ich die kaum genutzt habe. Bei Final Fantasy 13 nur bei bestimmten Aktionen. Final Fantasy 15, naja gut, da kam die ja sowieso relativ selten vor. Deswegen hoffe ich, dass bei Final Fantasy 16, die einfach generell ja mehr benutzt werden, weil sie ja auch im Kampfsystem extrem verlinkt sind. Gucken wir mal, den Rest jetzt hier mit normalen Angriffen hinkriegen. Überlege jetzt gerade beim Remake. Gab es die ja auch. Ja, konnte man sie ja auch nicht immer nutzen, aber da, wo man sie nutzen konnte, habe ich es auch immer gemacht. Fand ich auch gut. Der Elefant oder wie auch immer der hieß, der hat
ganz schön viel HP. So, Aerith erstmal gebadet eine Runde. Es gibt auf jeden Fall noch eine Gegnersorte, auf die warte ich ja noch. Die erinnere ich mich auch noch ganz gut. Nee, ich würde sagen, das Limit beim Cloudy heben wir uns mal fürs nächste Mal auf. Elfer Dunk, sowieso. Ich hoffe, dass das Gemüse jetzt nicht super viel kostet. Das würde mich irgendwie voll ankotzen. Aber immerhin gab es viel Knete. Das ist gut. So, jetzt haben wir dieser 2000 Euro... Euro hat auch hier Einzug gehalten. Mein natürlich Gil. Ja, nimm das Geld. Es würde nichts schaden, ein wenig Gemüse zu kaufen. Wie schnell ein Schokobo mit dem Fressen fertig ist, hängt davon ab, welche Art Gemüse du ihm gibst. Oh. Hier, komm, Vierer. Das muss reichen. Erstmal, wenn ich doch mehr brauche. Boah, ey, komplett mein ganzes Geld abgeknüpft. Frechheit. Oh, Cloud. What the fuck? So, und jetzt gehen wir mal brav hier. So, was ich machen werde, das habe ich mir jetzt gerade noch fix, ist mir gerade noch fix eingefallen. Vielleicht sollten wir mal noch schnell den Schokoboköder auch einsetzen. Und wichtig, bei den Objekten. Moment. Allein mit dem hier Gesagemüse tauschen, das gleich an erster Stelle steht. Dann versuchen wir es mal. Da kommt nämlich auch eine andere Musik, wenn ein Schokobo auftaucht. Komm, butt. Na? Komm jetzt. Aha, jetzt hören wir es schon. Das setzt mich immer mega unter Druck. So, schnell Gesagemüse auf den Schokobau. Und wir machen Feuer auf Leprechaun. Beben auf gleichen Leprechaun. Ich muss jetzt den Schokobo immer ein bisschen im Blick haben, so dass Querheb machen wir auf den. Dann hoffe ich, dass der, also dürfte jetzt definitiv weg sein, Leprechaun. Und er frisst noch, also müsste es meiner Meinung nach geklappt haben. Nein. Schnell fritter ihn, fritter ihn. Oh Gott sei Dank. Ey, warum? Ich finde es ein bisschen enttäuschend, dass mein Querheb nicht ausgereicht hat. Yay, ich habe einen Schokobo gefangen! Und jetzt bitte nicht so trottelig sein und gleich wieder runterfallen, absteigen. Und dann rennt das Ding nämlich weg. Das Ding, das Lebewesen. So. Wie du einen Schokobo reitest. Drücke Kreis, um abzusteigen. Schokobos fliehen, sobald ein Spieler absteigt. Ich weiß. So, jetzt müssen wir uns schnell beeilen. Jetzt können wir absteigen. Ha. Pech gehabt. Immer gehe ich auf Spielstand 1, kann aber nicht wahr sein. Ich will nämlich... Moment, noch einen neuen Speicherstand machen. Man kann nicht ausreichend Speicherstände haben. Ich heile uns mal noch fix und die Aerith, die könnte mal... Die kriegt mal in... Hyper, damit die nicht so traurig ist. Und da wir ein Zelt haben, nutzen wir das gleich mal. Gehen wir mal hier rein. Oh. Noch ein Midgar-Solom aufgespießt. Hat Sephiroth das getan?
würde sagen, dieser Sephiroth ist ganz schön stark. Unser Feind kann sowas tun? Ja. Auch wieder so eine Stelle, wo ich als Kind super viel Angst hatte. Krass. Jetzt rein in die Hülle. Oh. Ah, das Lied ist auch so schön. Ich glaube, das kommt öfter mal, wenn man hier Dungeons macht. Ihr seht wieder, ähnlicher Stil zu der Höhle in Nibelheim. Ein Äther. Einfach coole Atmosphäre, coole Farben. So sehr, ja, naturbezogen. Okay, wir haben hier eine Kastagnette. Aha, alles klar. Barrett versucht gleich mal hier auszuschalten. Cloud könnte mal Eis machen. Wo ich würde mal gucken, dass wir auf die Kastagnette, dass wir die vielleicht so noch ausschalten können. Ja, der Max wird nämlich reichen. Und dann gucken wir uns mal an, was das hier ist. Eine Kobra, okay, das ist nicht so spektakulär. Aber auf die Kobra können wir jetzt mal Eis wirken. Ach, den Schokoboköder kann ich jetzt wieder raustun. So, Barrett friert erstmal eine Runde. Was haben wir denn hier hinten? Ein Archendrache. Ach so, hier vorne. Ist noch nicht ganz geschafft. Boah, die Aerith. Wir machen jetzt mal. Nee, das machen wir mal beim nächsten Kampf. Wir heilen uns mal ganz normal. Versuchen die jetzt mal einfach so auszuschalten. Und dann zeige ich euch das Göttersiegel im nächsten Kampf. Die Aerith kann noch ein bisschen Kobra gehen. Genau, das mit den Dungeons, das ist natürlich auch sowas, was in Midgar auch so gänzlich gefehlt hat, weil der Weg da... jetzt habe ich Heilender Wind aus Versehen gemacht. Kommt dafür, wenn man einfach immer auf die X-Taste drückt. Na egal. Wird ja nicht das letzte Mal gewesen sein, wo Aerith... wo Aerith ihr Limit erreicht. Genau, dass in Midgar alles ja so straightforward war, das ist hier natürlich auch so, aber trotzdem ist hier einfach ein bisschen mehr, finde ich, Raum für Erkundung. Mein Gefühl nach. So, Cloud macht das mal auf. Ein Zelt, gut. Haben wir auch gerade benutzt. Und ich glaube, hier kann man nämlich jetzt hochklettern. Sehr schön. Was hier noch gibt. Oh, ah, ja, Materie austauschen. Fernangriff. Das heißt, erkläre ich euch gleich. Erstmal, dass wir Schokoboköder wieder rausnehmen. Feintashing mit reinnehmen. Und da ich jetzt Behandlung nicht ganz so wichtig finde, kriegt die jetzt Fernangriff. Das heißt nämlich, sie steht in der hintersten Reihe, kann aber genauso stark angreifen wie aus der ersten, also aus der vorderen. Das ist super. Ich würde aber jetzt mal den Barrett erstmal auf alle Blitz machen. So, und dann mache ich mal Querhieb auf dieses Teil da hinten, dessen Name ich schon wieder vergessen habe. Archendrache, genau. Und die Aerith. Achso, jetzt kommt Blitz erst, alles klar. Das trifft natürlich jetzt alles nicht so viel. Dann mache ich mit dem Barrett hier nochmal. Und die anderen machen mit normalen Standardangriffen fertig. Ich denke, das dürfte reichen. Die Barrett macht dann nochmal eine kleine Heilrunde. Aber vielleicht machen wir es außerhalb des Kampfes.
Ja, so Oberweltkarten waren ja damals recht stark verbreitet gewesen, in den 90ern, Anfang der 2000er. Mittlerweile ist das ja alles, Quatsch, ist das ja alles ein bisschen anders und es gibt diese klassische Oberweltkarte manchmal gar nicht mehr, sondern es gibt eher so kleine Gebiete. Ist dann eher schon die Open World, die man als Oberkarte so sehen könnte, aber Open World Spiele heben sich ja nochmal komplett ab von so klassischen Rollenspielen, zumindest für mich. Ich bin auch gar nicht so ein Open World Fan, weil mich das immer maßlos überfordert und ich habe ja schon gerne den Story Focus. Was haben wir denn hier für eines? Madouche. Können wir von Madouche was klauen? Da kann man wieder hier Schokomob machen. Zumal wenn die Open Worlds auch nicht gut gemacht sind, nicht abwechslungsreich genug oder auch. Ach so, wenn eine Beschwörung kommt, kann man nicht angreifen. Warum auch immer. Zumindest nicht auswählen. Man irgendwie gefühlt nur abarbeitet, immer das Gleiche macht und das finde ich extrem langweilig. Die letzte Open World, die mich sehr beeindruckt hat, war Horizon Forbidden West. Die fand ich so krass, da habe ich mich oft erwischt, wie ich da stand und einfach nur geschmachtet habe, wie wunderbar das aussah und ich fand die auch sehr differenziert, trotzdem aber irgendwie so zusammenhängend und gab eben auch ausreichend zu tun. Ich mach nochmal mit dem Barret Blitz und die Airbet noch macht nochmal. Ja. Nochmal beben und der Cloud kann mal Eis machen. Ja, es gab eben viele Sachen zu tun. Also manche Sachen hätte ich dort nicht gebraucht, die manchmal zu viele Sachen zum Sammeln oder hier noch ein Rennen. Das brauche ich nicht. Aber wenn man schon ein bisschen entdecken kann, ist cool. Wichtig ist eben immer nur, dass immer wieder der Bezug zur Hauptstory gefunden wird. Das brauche ich. Ansonsten ist es mir auf Dauer die Open Worlds dann zu langweilig. Jetzt bin ich mal gespannt, welchen Weg da auch das Remake weitergeht. Mir würden so mittelgroße Gebiete reichen, wo man ein bisschen erkunden kann, Kämpfe machen und dann geht's weiter. Aber da hat ja jeder ein anderes Fable. Ist ja auch total in Ordnung und wichtig. Hauptsache, man merkt, dass viel Mühe drin steckt. Okay. Ist nichts. Ah, die kennen wir doch. Einen Moment. Wer bist du? Barret, weißt du das nicht? Weißt du, wer ich bin? Von den Turks, oder? Nun, wenn du Bescheid weißt, dauert es hier nicht so lang. Es ist schwer zu erklären, was die Turks tun. Entführung, oder? Negativ ausgedrückt, kannst du das so sagen. Aber das ist nicht alles. Es ist jetzt noch mehr. Na, was willst du denn nun sagen? Sir! Ist okay, Root. Ich weiß, du magst keine Reden, also brich dir keinen ab. Elena, dann erklär du es. Ich bin das neueste Mitglied der Turks. Elena, dem, was du Reno angetan hast, haben wir zu verdanken... Was? Dem, was du Reno angetan hast, haben wir zu verdanken, dass wir zu wenige sind. Obwohl, deswegen bin ich zu den Turks befördert worden. Auf alle Fälle müssen wir herausfinden, wohin Sephiroth unterwegs ist. Außerdem versuchen wir, euch aufzuhalten. Halt mal, es ist genau umgekehrt. Ihr seid diejenigen, die uns ständig im Weg sind. Sie verwirrt die Gute. Elena, du redest zu viel. Herr Zeng. Es gibt keinen Grund, Ihnen etwas von unserer Order zu erzählen. Entschuldige, Zeng. Ich dachte, ich hätte dir Befehle erteilt. Vergiss nicht, deinen Bericht zu schreiben. Geh jetzt. Oh ja. Sehr gut. Root und ich werden Sephiroth folgen. Er befindet sich auf dem Weg zum Hafen von Junon. Danke. Elena, du scheinst nicht zu verstehen. Oh, ich... Entschuldigung. Geh. Lass Sephiroth nicht entkommen. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Tja, Elena, noch ein bisschen aufgeregt, ha?
bisschen niedlich. Reno meint, er wollte dich sehen, nachdem die Wunden, die du ihm zugefügt hattest, geheilt waren. Er wollte euch allen seine Zuneigung mit einer neuen Waffe beweisen. Aha. Danke. Naja, dann. Aerith. Lang nicht gesehen. Sieht aus, als wärst du eine Weile vor den Shinra sicher. Jetzt, wo Sephiroth wieder aufgetaucht ist. Was redest du da? Soll ich Sephiroth etwa dankbar sein? Nein. Wir werden uns nicht oft sehen. Pass auf dich auf. Klingt komisch, wenn das von dir kommt. Also dann, geh Shinra aus dem Weg. Tja, ob wir das schaffen? Eine etwas eigenartige Begegnung. Ah, noch Kistchen. Elixier, sehr schön. Und was haben wir hier noch? Ein Hydrank. Kommt man noch irgendwie hinter oder so? Nö. Gut. Dann vermute ich mal, dass da drüben schon der Höhlenausgang ist. 5! Naja, ich mach. Sag mal, das machen wir uns jetzt mal easy. Und machen nochmal Schokomock. Einfach weil Schokomock so super süß ist. Und wenn die alle jetzt nochmal angreifen, dauert es noch eine Weile. Sehr schön. Ich kann auf jeden Fall schon mal verraten, dass es von Schokomok auch noch eine zweite Beschwörungsform gibt. Es gibt keine extra Materie, aber es kann auch was anderes passieren. Gucken, ob uns das passiert im Let's Play. Dürften bestimmt einiges an Geld bekommen, oder? Ja, geht. Aber es haben wir zumindest die 2000 wieder drin, die uns der Jüngling abgeknöpft hat. Kleiner Schlingel, ey. Unsere Notsituation ausgenutzt. So. Okay, sind wieder draußen. Sehr schön. Speichern wir mal. Nee. Nee, geh noch ganz runter. Und dann gebe ich euch noch eine kleine Preview ab für nächstes Mal. Wir werden als nächstes hier dieses Teil dort besuchen. Okay, jetzt hat man es nicht richtig gesehen. Da ist so ein Gebilde. Da werden wir als nächstes hingehen. Dann werden wir einen kleinen Abstecher in den Wald machen. Da gibt es eine kleine Überraschung. Und dann werden wir weiter nach Junon gehen. Ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein, was passieren wird. Ich bedanke mich wieder mal herzlich bei euch, dass ihr eingeschaltet habt, zugehört habt, zugeschaut habt und freue mich schon auf das nächste Mal. Vielen Dank, wenn es weitergeht mit Let's Play Final Fantasy VII. Bis bald, euer Otherside.